Vielen Dank, Herr Präsident. Als Berichterstatter der Stellungnahme im Entwicklungsausschuss stelle ich zwei zentrale Punkte in den Vordergrund. Erstens. Die Ausgaben für die humanitäre Hilfe müssen für 2016 dringend aufgestockt werden. Die Europäische Union muss als globaler Akteur besonders viele Notsituationen meistern. Dazu gehören aber auch humanitäre Krisen wie Irak, Syrien, Südsudan, aber auch in der Ukraine. Haushalterisch gesprochen, die Aufstockung der Mittel für humanitäre Hilfe darf dabei nicht nur bei den Verpflichtungen passieren, sondern vor allem bei den Zahlungen. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Mittel für die notleidenden Menschen sofort verfügbar sind. Zweitens, ich weise erneut darauf hin, dass lange nicht alle EU-Mitgliedstaaten ihre Verpflichtungen eingehalten haben, 0,7% ihres Bruttonationaleinkommens für die Entwicklungszusammenarbeit auszugeben. Dieses Ziel sollte eigentlich schon 2015 erreicht worden sein. Die EU muss in ihrem Haushalt genug Ressourcen für die Entwicklungsarbeit mobilisieren, um diesen Effekt zu unterstützen. Herzlichen Dank.